Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Ja, wir stehen hier wieder in Traverse Town, denn ich habe wieder ein wenig in der Mori-Schmiede verbracht, beziehungsweise dort weitergemacht, und ich zeige mal ganz kurz unseren derzeitigen Fortschritt. Es sieht ganz gut aus. Wir sind schon so weit, dass wir 30 Gegenstände herstellen können und 22 haben wir schon hergestellt. Allerdings ist immer noch das Problem, ja, die XPO-Ringe mit den Achartropfen. Und die Freudensteine habe ich auch noch nicht bekommen, aber da sehe ich tatsächlich schon Verbesserungen, wenn wir ein höheres Level haben. Also die Achartropfen brauche ich tatsächlich nur für die XPO-Ringe und für die Kriegerkette. Ansonsten glaube ich nicht. Nee. Und die Sturmkristalle können wir aktuell noch nicht kriegen. Ja, das ist so der Fortschritt bei dem. Ich habe auch wieder ein bisschen gelevelt. Wir sind auf Level 57. Wir haben Goofy eingeholt. Yay! Und haben auch ein paar neue Attacken gelernt, die wir wahrscheinlich dann auch in Zukunft sehen werden. Und ja, dieses Mal geht es wieder zurück nach Hollow Bastion. Ich speichere mal ganz kurz ab hier. Hoppala. Ja, ich war auf meinem anderen Spielstand, nämlich um zu gucken, ob ich alle diese Sachen, die ich hier hergestellt habe oder die ich hier herstellen muss, auch in dem anderen Spielstand herstellen muss. Man schaltet jetzt die letzten drei Gegenstände frei, wenn man alle 30 Gegenstände hergestellt hat. Das heißt, wir müssen wirklich alle Items einmal kriegen. So ist das leider. Aber das werde ich dann noch machen. So, wir gehen jetzt weiter. Es geht jetzt wieder hier zurück. Da kommen wir aber nur durch dieses Wurmloch hin, weil die Herzlosen natürlich, ja, ein bisschen mehr geworden sind. Das haben wir ja schon in anderen Welten erlebt. Also, let's go. So, diesen ganzen Kladderadons, den kennen wir schon. Als wir damals zur Arena des Olymps gereist sind, da sind wir hierher gereist. So, jetzt wird es wieder schwer. Ah, relativ schwer. Relativ schwer. Wie viel wir einfach auf den drauf geknallt haben. Kann man die Großen auch zerstören? Nein, leider nicht. Sind alles keine Gegner für uns hier. Keine Gegner für uns. Ja, Leute, so langsam aber sicher kommen wir ans Ende des Spiels. Aber wir beenden das Spiel tatsächlich erst, wenn ich Level 99 bin. 100, Entschuldigung. Nicht 99, sondern 100. So quasi 100%, ne? Ich weiß noch nicht, weil ja, bevor ich jetzt hier nach Hollow Bastion gehe, ich weiß noch nicht, ob ich die Waffen von, ich mach mal etwas leiser hier bei mir, das ist doch gerade ziemlich laut. So, ich weiß noch nicht, ob ich auch die Waffen für Donald und Goofy erstelle. Die kriegen nämlich auch nochmal wieder die beste Waffe im Spiel. Und
Für Donalds Waffe braucht man tatsächlich auch die Achat-Tropfen und ich weiß nicht, ob mir das zu nervig ist, ob ich die drei dann sammeln möchte. Deswegen, Mako, werden wir dann sehen. Ansonsten gehen wir jetzt zurück nach Hollow Bastion. Wo ist Bell? Immer noch im Schloss. Gegen ihren Willen? Nein, ich glaube, sie blieb freiwillig. Die anderen Prinzessinnen sind auch da drin. Warum wohl? Fragen wir sie doch. Vielleicht brauchst du meine Hilfe. Ich gehe mit dir. Yay, das Biest ist wieder da. So, wen wechseln wir aus? Goofy, weil Donald heilt wenigstens. Ja, es ist leider so. Ich mag Goofy, aber Goofy heilt halt nicht. Außerdem sieht das lustig aus mit dem großen Biest neben dem kleinen Donald. Ich glaube, wir kriegen heute auch noch ein neues Schwert. Ich weiß gar nicht, ich glaube ja. Weil wir für Hollow Bastion ja noch gar kein Schwert gekriegt haben. Ja, wir sind zurück in Hollow Bastion, Leute. Yay! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Hollow Bastion richtig cool finde? Ist so mit Abstand eines meiner Lieblingswelten in Kingdom Hearts. Eingangsportal. Na? Und ein Anfangskomitee. Ach. Ah, den habe ich auch neu gelernt. Das ist auch cool. Ah. Ja, man sieht schon, ich habe ein bisschen trainiert. Sehr schön. Ja, ich habe einen Angriff von 43, also... Da kommt Goofy mit seinen 36 schon gar nicht mehr dran. Und Donald hat sogar mehr als Goofy. Weil ich bei ihm, glaube ich, mehr auf Verteidigung gegangen bin. Wobei, auch das ist nicht so gut. Ja, wir haben schon eine hohe Angriffskraft. Und ja, wenn wir wirklich nochmal ein Schwert kriegen, wird die sogar noch höher. Alter, hallo. Oh, das Biest hat ein Level. Ach, Mann. Sollte mal öfter heilen, ne? Na, ah, mein Freund und... Ich liebe ihn. Hä, wo ist der? Nicer Schlag. Diese Unsichtbaren sind aber neu, ne? Hallo. Ach, Mann. Ich hätte auch einfach wirklich auf Verteidigung gehen sollen, weil irgendwie... Ah, Hilfe. Ach, natürlich. Alter. Oh. Mann. Wie er das ruft. Biest. Liftschacht. Ab nach oben mit uns.
Müssen wir da lang oder da lang? Ne, da geht's nach unten, ne? Wir müssen hier lang. Ah, nö. Wir müssen, wir müssen den ganzen Weg wieder hochlaufen. Alter! Yay, ein Luna-Kristall. Den brauchen wir tatsächlich. Die sind super selten. Die sind super selten. Die kriegt man nicht so oft. Die brauchen wir auch zum Craften. Tatsächlich für ein neues Item auch. Ich glaube, dann haben wir auch schon wieder alles für ein neues Item. Das ist noch eine Truhe. Ah, Hilfe. Ah. Jetzt reicht's mal hier. Warte mal, wie komme ich denn an diese Truhe da hinten ran? Warte mal, ich kann doch hier fliegen. Ja. Dann Gravita. Komm mal runter, Truhe. Gucken, was es, Achso. Danke, tschüss. Hey, wieder drei Welpen. Wie viele haben wir eigentlich inzwischen? Müssen wir auch bald alle haben, ne? 81! Leute, es sind nicht mehr wirklich viele. Achso, ich habe übrigens auch Triotex noch mal ein paar gefunden. Wir haben jetzt alle roten und alle grün. Ein blauer fehlt uns noch. Und drei weiße. Also es ist, alles tatsächlich so langsam... Ja, es geht gen Ende. Es geht gen Ende. Ich... Keine Reaktion. Oh, wir können hier nicht mehr hoch. Vielleicht sollte ich auch den richtigen nehmen. Ach ja, der Aufzug hier, also der da, dieses Ding. Weißt du, wir brauchen die Waffen, ne? Das Biest hat einfach seine Krallen und seine Pranken, mit denen er kämpft. Mit denen es kämpft. Das ist ja das Biest. Wie schnell die Gegner jetzt einfach umfallen, ne? Ein Donnersplitter. Ein bisschen auf die Magiepunkte achten hier. Ist alles nicht so einfach hier im Spiel. Aber ich hätte wirklich auf Verteidigung gehen sollen, weil Angriff pusht du eigentlich mit den Items machen. Wäre schön hoch. Naja, den Fehler mache ich beim nächsten Mal dann nicht, wenn ich das Spiel überhaupt nochmal durchspiele, weil das ist ja das zweite Mal, dass ich das durchspiele und das zweite Mal 100%. Einmal privat und einmal mit euch. Aber das war mir... Also, Kingdom Hearts lädt dazu 100% zu machen. Und das ist eines der wenigen Spielreihen, die ich auch... oder wo ich auch die Spiele zu 100% durchspiele. Ne, das ist halt einfach so. Das mache ich nicht bei jedem Spiel. Nö. Na, guck mal, wen haben wir denn hier? Oh, wie schnell die einfach umfallen, ne? Ach, ich bin cool, dass wir wieder ein Holobestien sind, ey. Ich liebe diesen Angriff. Nur verlieren wir dadurch immer Magiepunkte. Das ist leider ein bisschen das Problem. Wenn wir Mana sagen, aber es ist, sind ja hier Magiepunkte. Oder Mana-Punkte kann man auch sagen. Ja, schlag ein bisschen in der Luft rum, Zora. Alles klar. Aber das Spiel zwingt mich ja gerade weiterzumachen, weil...
Ich hätte gerne noch ein bisschen rumgecraftet, aber ich muss weitermachen. Denn, wenn ich nie weitermache, kommen wir an einigen Items nicht ran. Den Sturmkristall. Den kriegen wir tatsächlich erst, wenn wir weitergeschaut haben. Die Gegner, die tauchen hier noch nicht auf. Ich versuch gerade nicht zu spoilern, ey. Das fällt mir unheimlich schwer, weil... Es ist aber immer wieder schön, dieses Spiel... Ja, zu spielen. Lipchart. Ich war ja auch am Überlegen, spielt das Spiel jetzt nochmal 100% durch, aber ja. Ja. Aber wenn ich es 100% durchspiele, dann muss ich ja tatsächlich auch, dann habe ich das noch gar nicht 100% durchgespielt. Wenn wir es genau nehmen, habe ich das Spiel noch nicht 100%, noch nie 100% durchgespielt, weil ich ja nie die, die Waffen für Sora, ach, für Donald und Goofy hergestellt habe. Kommen jetzt auch Gegner? Ach, guck mal, hier sind die Prinzessinnen. Aha. So, wir speichern hier einmal ab, dass wir hier nach Hollow Bastion zurückgekehrt sind. Damit wir das nicht nochmal machen müssen. Und dann können wir hier auch wieder hinreisen, ne? Wir könnten jetzt theoretisch auch wieder in den Gummidirt steigen, aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Hallo. Wir haben auf dich gewartet, Meister des Schlüsselschwerts. Wo ist Anselm? Er ist weg. Als das Schlüsselloch erschien, strömte die Dunkelheit aus ihm. Sie verschlang Anselm und fort war er. Obwohl Anselm weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende. Wir versuchen gemeinsam, sie zurückzudrängen. Ich werde seinen Gesichtsausdruck nie vergessen. Als ihn die Dunkelheit verschlang, lächelte er. Okay. Cinderella und... Aschenputtel? Nee, Cinderella ist ja Aschenputtel. Cinderella und... Wer ist denn das hier nochmal? Oh, Dornröschen. Dornröschen ist das, ne? Ja. Ach, guck mal, Jasmin ist auch hier. Sora, bitte beeil dich. Die Dunkelheit ergießt sich aus dem Schlüsselloch. Mehr können wir nicht tun, um die Dunkelheit aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Okay, bin schon unterwegs. Wir zählen auf dich, Meister des Schlüsselschwerts. In der Zwischenzeit werden auch wir tun, was wir können. Warte mal, aber das sind ja nur 5. Wo ist denn die 6? Wer war denn die 6 überhaupt? Kairi ist ja die 7, ne? Das sind ja 7. 7. Oder? Die 3? Ich kann mal ins Tagebuch gucken hier. Dornröschen, Cinderella, Schneewittchen. Ach, Belle. Wo ist Belle? Belle fehlt. So, dann gehe ich einfach mal jetzt hier durch. Außenwand. Ach, hör doch auf. No! Scheiße. Muss ich wieder den Weg... warum kämpfe ich auch immer gegen alles? Ach, da bin ich doch falsch. Scheiße, jetzt bin ich da runtergefallen. Jetzt muss ich nochmal den Weg gehen. Nee, keine Zeit jetzt für euch. Aus dem Weg. Ich habe keine Zeit. So wenig Zeit, so viel zu tun. Noch ein Luna-Kristall. Geil. Hat das Biest auch Glückspilz angelegt, oder was? Ja, jetzt... Nee, keine Zeit jetzt hier. Ach, Mann. Warte mal, jetzt gucke ich einmal nach, ob... Dingens, warte mal. Abilities, das Biest. Nö. Der hat das nicht angelegt, aber Goofy hat das angelegt. Aber bringt das dann was? Ihm haben wir ja leider noch keinen, Rotator ist übrigens neu.
Wir haben keine Zeit. Eieieiei. Nee, keine Zeit. Ah, Leute, da sind wir wieder. So. Okay. Ah, guck mal, der gibt ja auch was. Oh, Donald, alles gut? Dann ist ja gut. Das passt hier. Ich habe nur darauf gewartet, dass er das sagt. Ah, ich bin jetzt nicht sehr... Kommt jetzt noch ein härterer Kampf? Naja, egal, wir werden das auch schon so rocken. Wobei, warte mal, ich heil mich hier nicht mit einmal. Ach, guck mal, da ist ja auch noch eine Truhe. Dunkelmaterie, guck mal. Die können wir auch bald herstellen. So, da ist noch eine Spur. Ei, guck mal, wieder drei. Wir gehen mal erst hier oben lang. Weil da auch noch eine Truhe ist. Oh, guck mal. Da ist wieder unten die sechs Dinger. Und das hier oben. Oh. Oh. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Ah, da verlieren wir MP, aber das ist mir gerade egal. Ah, das sieht auch so cool aus. Das sieht auch so cool aus. Klingt schon wieder Angriffskraft drauf. Ist eh relativ. Wir werden eh später Ultima tragen. Deswegen ist es eigentlich egal, welches Schwert wir aktuell tragen. Memory. Leider verschwunden, aber wir haben noch einen Energietropfen gekriegt. So, Leute. Wir stehen vor dem Tor. Und... Ja, Leute, das ist jetzt wieder so ein gemeiner Cliffhanger, aber wir werden dieses... Oder, ja, ist das ein Tor? Weiß ich nicht, ist das ein Tor? Wir werden da auf jeden Fall beim nächsten Mal dann durchgehen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal gehen wir dann, wie gesagt, durch dieses Tor und ja, werden mal schauen, was dahinter verborgen liegt. Bin gespannt. Ich sag, verabschiede mich aber für diese Folge und ja. Ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss.